Brief an Gott. Letzten Monat ist unsere 14 Jahre alte Hündin Abby gestorben. Am Tag nach ihrem Tod weinte meine 4 Jahre alte Tochter Mary und sprach davon, wie sehr sie Abby vermisste. Sie fragte, ob wir Gott einen Brief schreiben könnten, damit Gott Abby erkennen könne, wenn sie in den Himmel kommt. Ich sagte, dass wir das könnten. Und so diktierte sie mir diese Worte. Lieber Gott, kannst du bitte auf meine Hündin aufpassen? Sie ist gestern gestorben und ist bei dir im Himmel. Ich vermisse sie sehr. Ich freue mich, dass ich sie als meine Hündin haben durfte, auch wenn sie krank geworden ist. Ich hoffe, dass du mit ihr spielen wirst. Sie mag es, mit Bällen zu spielen und zu schwimmen. Ich sende dir ein Foto von ihr, damit du, sobald du sie siehst, weißt, dass sie meine Hündin ist. Ich vermisse sie wirklich. In Liebe, Mary. Wir packten den Brief mit Foto von Abby in einen Umschlag und adressierten ihn an Gott im Himmel. Wir schrieben unsere Absenderadresse darauf. Dann klebte Mary mehrere Briefmarken auf die Vorderseite des Umschlages, denn sie sagte, dass es für den Weg in den Himmel viele Briefmarken bräuchte. Am selben Nachmittag warfen wir den Brief in den Briefkasten. Ein paar Tage später fragte sie mich, ob Gott wohl den Brief schon erhalten hätte. Ich sagte ihr, dass ich dachte, er hätte ihn bestimmt schon bekommen. Kurze Zeit später lag ein Päckchen in goldenem Papier auf unserer Veranda, adressiert an Mary, in einer unbekannten Schrift. Mary öffnete es. Darin verpackt war ein Buch von Mr. Rogers, das hieß »Wenn ein Haustier stirbt«. An der Innenseite der Buchhülle klebte der Brief, den wir an Gott geschrieben hatten. Auf der gegenüberliegenden Seite war das Bild mit Abby und Mary und diese Notiz. Liebe Mary, Abby ist sicher im Himmel angekommen. Das Foto hat geholfen. Ich habe sie sofort erkannt. Abby ist nicht mehr krank. Ihre Seele ist bei mir genauso, wie sie in deinem Herzen bleibt. Abby hat es geliebt, dein Hund zu sein. Weil wir unseren Körper im Himmel nicht brauchen, habe ich keine Taschen, um dein Bild darin zu verwahren. Darum sende ich es dir in diesem kleinen Buch zurück, das du behalten kannst und womit du dich an Abby erinnern kannst. Vielen Dank für den wunderbaren Brief und danke an deine Mutter, die dir geholfen hat, ihn zu schreiben und ihn mir zu schicken. Was für eine wundervolle Mutter du hast. Ich habe sie extra für dich ausgesucht. Ich sende dir jeden Tag meinen Segen und denk daran, dass ich dich sehr liebe. Übrigens, du findest mich ganz einfach. Ich bin überall, wo Liebe ist.
liebe Gott.